Nudeln, meine allseits beliebten Fusilli-Nudeln, am liebsten mit Hackfleisch, Tomatensauce und 2 Kilo Käse drauf. Ne? So mag ich die am liebsten, meine Spaghetti Bolognese. Ja, damals habe ich immer Nudeln gekauft, das war jetzt keine, das ist etwas qualitativ teurere Marke. Ja, ich bin, Qualität ist immer Preis, ist immer schwierig. Bei manchen trifft es zu, bei manchen wiederum nicht. Ich weiß, dass damals die 500 Gramm Nudeln gekostet haben zwischen 59 und 79 Cent. Und jetzt schauen wir mal, was diese Nudeln gekostet haben. Ich hoffe, wir finden sie jetzt auf die Schnelle. Fusilli Kaufland Eigenmarke. Ne? Also ich weiß, dass sie 79 Cent gekostet haben. Die habe ich nämlich... 1,19 Euro, auch da sind wir bei 40 Cent, das sind ungefähr bei 50% Preiserhöhung bei den Nudeln. Auch das erschließt sich mir da wiederum nicht, warum da so viel Geld draufgeschlagen worden ist. Wie gesagt, über Nudeln brauchen wir nicht viel zu reden.